Danke, Herr Präsident, Frau Ministerin. Ja, eine gelungene Novelle. Wir werden dem zustimmen. Mit Inbrunst werden wir diesem Gesetz zustimmen. Nein, nicht ganz so. Ja. Na, vor allem, und das möchte ich hier betonen, freuen wir uns sehr, weil dieses Gesetz, diese Novelle tatsächlich ein riesengroßer Fortschritt in der Frauenpolitik ist. Das muss hier gesagt werden. Wir haben jetzt eine 50%-Quote festgelegt. Es war bis jetzt 45, nicht überall erreicht. Aber umso besser, dass man eine 50%-Quote hineinbringt. Und es gibt Einkommensberichte, ganz wichtiges Instrument, was wir sehr gut finden. Erlauben Sie nur eine kleine Anmerkung. Ich spreche jetzt gerade hier zu Frauenpolitik. Mein Kollege Dönmetz hat vorhin bei der Bundeshymne zu Frauenpolitik gesprochen. Liebe Kolleginnen, ich rede jetzt nur von Kolleginnen, vielleicht schafft es ihr auch mal, dass Frauenpolitik in euren Fraktionen auch Männersache ist. Das wäre ein großer Fortschritt in diesem Haus. Es reden immer nur Frauen zur Frauenpolitik, ich verstehe das nicht. So, nein, weitere positive Aspekte möchte ich auch vorheben. Höchstalter von 40 Jahren bei der Ausbildung von Richter und Richterinnen ist abgeschafft, finden wir super. Keine unbezahlten Praktika mehr im Bundesdienst, finden wir ausgezeichnet. Generation Praktikum, wirklich eine Krankheit dieser Zeit, wenn ich das mal so laut sagen darf. Eine akademische Laufbahn oder nach dem Studium ist es mittlerweile völlig normal, bis 30 kein Geld mehr zu verdienen, weil man Praktika macht. Es gibt sogar schon Bereiche, da zahlt man dafür, wo arbeiten zu dürfen. Also das ist natürlich eine Entwicklung, die kann man nicht gutheißen. Da kann der Bundesgesetzgeber natürlich mit gutem Beispiel vorangehen. Das tut er in diesem Fall und deswegen stimmen wir inbrünstig zu. Kleine Kritikpunkte darf ich vielleicht noch anbringen. Was wir nicht ganz verstehen, ist, dass der Bachelor in einer anderen Gehaltstabelle eingestuft wird als andere Akademiker und Akademikerinnen. Das hat so ein bisschen, wie es jemand in einer E-Mail an uns Grüne mal geschickt hat, den Ruf von, das sind ja nur so Schmalspur-Akademiker. Also damit haben wir noch ein Problem. Und beim Papamonat wünschen wir uns natürlich immer noch, dass der volle Einkommensersatz passiert. Da bleiben wir dran, Sie glaube ich auch, ja. Und da werden wir dranbleiben. So, und nun zur Whistleblower-Regelung, da kann ich meinem Vorredner nicht ganz verstehen. Natürlich, es ist immer schwierig, ich verstehe schon, was Sie mit Vernadern meinen. Aber ich würde im umgekehrten Schluss noch weitergehen. Weil auch die Privatwirtschaft, in der Privatwirtschaft gibt es Gesetzesübertretungen, und zwar massive Gesetzesübertretungen, gibt es auch durch die, in der Privatwirtschaft können Korruptionsfälle gegenüber Behörden auch aufgedeckt werden. Das kann ja auch von einem Mitarbeiter oder Mitarbeiterin einer Privatfirma passieren. Deswegen sind wir sogar der Meinung, dass man das ausweiten müsste, den Schutz von Whistleblowern. Weil, wie gesagt, kann überall stattfinden. Und was wir uns auch wünschen, und Sie haben es auch schon gesagt, wir wünschen uns die Whistleblower-Software, damit anonym mit Behörden gesprochen werden kann. Natürlich, in Deutschland ist das übrigens schon der Fall, kann man sich ein Beispiel nehmen. Natürlich muss man aufpassen, nicht in so eine Vernaderergesellschaft zu kommen. Aber das wird ja überprüft. Deswegen haben wir ja Gerichte, deswegen haben wir ja Staatsanwälte. Die überprüfen ja. Eine Whistleblowing selbst ist ja noch keine Anklage, sondern erst die Überprüfung dessen. Das muss man immer dazu sagen. Aber wir finden es gut, dass diese Whistleblower-Regelung jetzt da ist und wir stimmen zu. Danke. Frau Bundesministerin,